Sehr geehrte Mitglieder der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren. Die Zeit des Fastens, der Ramadan, ist eine Zeit der Besinnung, der Reinigung, eine Zeit der Familie und der guten Taten für die Mitmenschen. Das ist auch für das allgemeine Wohl einer ganzen Gesellschaft wichtig. Besinnung, Überdenken so manchen Verhaltens, Stärkung des Miteinanders. Gerade derzeit erfahren wir so schmerzhaft, was passiert, wenn das Gegenteil die Oberhand gewinnt, wenn Krieg und Tod herrschen. Religionen sollen bei aller Verschiedenheit immer Botschafterinnen sein für die Wege zueinander, für Zusammenhalt und Frieden. Ihr interreligiöses Fastenbrechen ist solch ein wertvolles Zeichen des Miteinanders. Leider kann ich nicht persönlich teilnehmen. Ich möchte Ihnen aber auf diesem Weg herzliche Grüße übermitteln. Ich wünsche Ihnen allen eine gesegnete Fastenzeit.